Tag Leute, hier ist mal wieder euer Marius und heute gibt es ein erneutes Gameplay-Kommentar von mir. Wir spielen Abschuss bestätigt auf dem Abhunted im Doppel-Crypto-Key-Wochenende. Wer weiß, wie lange das noch zurückliegt. Das Gameplay ist ziemlich alt. Ich habe am Anfang auch auf jeden Fall was rausgeschnitten, weil der Anfang ziemlich schlecht war. Ich finde, der Score am Ende lässt sich für die Verhältnisse, wie ich zu dem Zeitpunkt gespielt habe, eigentlich sehen. Der Score ist ganz in Ordnung. Natürlich nicht für die heutigen YouTube-Verhältnisse angepasst. Ich weiß gar nicht, was heute für Scores gelten. Wenn du nicht eine 50-1 hast, bist du einfach raus so. Aber ich bin bereit für den Hate, der kommt, wenn das Gameplay zu schlecht ist. Was definitiv sein wird, weil das Gameplay zu schlecht ist für Standards, denen ich aber nicht folge, weil ich mein eigener Herr bin und ich einfach zu schlecht bin, um gute Gameplays zu erspielen. Ich habe einfach keinen Dauer-Hater am Start, wo meine Teammates mich unterstützen können, dass ich mit meinem Talent, nee, nicht mit dem Talent, sondern mit dem Mothership, keine Ahnung, komplett die Map dominiere und meine Gegner zerstöre. Ist nicht der Fall momentan, deswegen müsst ihr dranbleiben mit mir zusammen und hoffen, dass ich besser werde. Also ich bin auch besser geworden, dass die Gameplays auch besser werden, ist wohl eher die Aussage, die ich treffen wollte. Und genauso geht es mit dem Commentary auch, weil ich bin ziemlich eingerostet. Dreieinhalb Jahre ist jetzt her, dass ich mein letztes Einzelkommentar gemacht habe. Es ist wirklich, wirklich anstrengend oder schwierig, besser gesagt. Hatte ich so gar nicht mehr Erinnerung, ja, mit sich selber zu reden und ins Mikrofon zu reden und einen Commentary draus zu machen, wo die Leute vielleicht auch dranbleiben, weil es interessant genug ist, was ich laber. Was im Endeffekt jetzt auch schon wieder vorbei ist, weil ich ja nur Scheiße laber gerade. Aber ist auch egal, vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen. Ich find's auf jeden Fall ziemlich lustig. Ich habe ziemlich viel Spaß momentan an Call of Duty. Black Ops 3 ist wirklich ein cooles Spiel. Es gibt natürlich einige Sachen, die mich auch stören, aber der Großteil des Spiels macht doch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und auch deswegen kam natürlich die Lust für YouTube zurück, wieder anzufangen, Videos zu produzieren. Es ging so ein bisschen los damit, dass ich mir erstmal Black Ops 3 zu Weihnachten geholt habe. Warum ich halt ein Christmas. Ich bin halt ein Christmas-Noob, man sieht es halt auch. Ich muss mich erst noch ins Spiel einfinden. Zu dem Zeitpunkt, jetzt bin ich natürlich schon drin. Habe ich aber, glaube ich, auch schon gesagt. Was rede ich überhaupt noch? Egal. Auf jeden Fall, ja, ich habe es zu Weihnachten bekommen. Und Black Ops 3 wirklich von Anfang an mir Spaß gemacht. Und dachte mir so, yo, endlich mal wieder ein geiles Call of Duty. Ich meine, wir hatten Ghosts und wir hatten Advanced Warfare, die beide nun wirklich Absturz-Call of Duties waren. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die Advanced Warfare feiern, aber ich fand es wirklich richtig schlecht. Zu dem Zeitpunkt, als rauskam, ich habe es mir auch gekauft. Im Gegensatz zum Ghost-Teil, weil Ghost... gibt es eine lustige Geschichte dazu. Da kam ja die PS4 gerade erst raus, als Ghost rauskam. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine PS4. Chris allerdings schon. Da hat er noch in Berlin gewohnt und ich habe ihn halt gefragt, so, yo, macht es Sinn, sich eine PS4 zu holen, um dann halt Ghost zu spielen? Oder soll ich es lieber sein lassen? Und er meinte halt, yo, komm einfach vorbei, so, spielst eine Runde, dann kannst du dir selber eine Meinung bilden. Ich werde jetzt nicht vorschreiben, ob du eine PS4 kaufen sollst oder nicht. Dachte ich mir so, yo, das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Deal. Das machst du doch einfach. Bin hingefahren, hatte natürlich das perfekte Gaming-Setup bei Chris zu spielen. Macht wirklich sehr, sehr viel Sinn. Er hat ein geiles Headset, der hat diesen kleinen Bildschirm, wo man halt den kompletten Blick auf den ganzen Bildschirm hat. Nicht wie bei mir, ich muss auf einem riesen Fernseher spielen. Das ist natürlich Mecker auf hohem Niveau, erste Weltprobleme und so. Aber es macht das Spielen definitiv leichter, wenn du einen kleinen Bildschirm hast, auf dem du halt alles kompakt siehst. Und nicht so eine weiten Wege hast zu gucken, um halt um eine Ecke zu gucken oder so. Das macht ersten Sinn, wenn man es da gemacht hat. Und guck dich mal diesen Pfeil an. Oh mein Gott, man sieht einfach, wie schlecht ich bin. Das ist mir richtig peinlich eigentlich sogar. Egal, um die Geschichte abzuschließen. Ich bin halt zu Chris gefahren, habe eine Runde Team Deathmatch gespielt. Eine Runde, ich weiß auch nicht mehr, wie der Score war oder so. Ich habe eine Runde gespielt, die Mechaniken halt so ein bisschen ausprobiert und habe gesagt, yo, das ist das dreckigste Call of Duty, was jemals rauskam. Ich werde mir definitiv keine PS4 holen, niemals, und werde dieses Spiel auch niemals in meinen Besitz bringen. Ich weiß gar nicht, wann ich mir eine PS4 geholt habe. Ich hatte, glaube ich, irgendwann den Bock zu zocken, FIFA oder so, und habe mir halt einfach eine PS4 geholt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das 15 oder 14 war. Egal, ist ja auch nicht so wichtig, auf jeden Fall. Habe ich mir dann doch irgendwann eine PS4 geholt. Aber mit Call of Duty habe ich in einer langen Zeit aufgehört. Und deshalb bin ich halt auch einfach so schlecht, wie ich momentan bin. Aber genug davon, wie schlecht in Call of Duty ich bin. Mir ist auch gefallen, dass ich ziemlich viel darüber rede. Obwohl ich vorher gesagt habe, dass es mir eigentlich egal ist, was die anderen über mich denken. Aber vielleicht interessiert es mich ja doch. Nein, kleiner Spaß. Ich weiß auch nicht, warum ich das so oft angesprochen habe. Wahrscheinlich denke ich immer noch, dass man sich rechtfertigen muss für das, was man hochlädt. Aber ich bin ein eigenständiger Content Creator. Ich kann machen, was ich möchte. Und wenn ich dieses Gameplay zeigen möchte, dann mache ich das halt. Mir ist egal, was ihr denkt. Nein. Um mal kurz auf ein anderes Thema zurückzukommen, nochmal kurz anzuschneiden. Dieses Video, was ich mit Chris gemacht habe, mein Comeback, und seht euch diesen Noob an, wie er da hockt. Egal. Dieses Comeback-Video von mir, was ja ein episches Comeback war, was die größte Überraschung aller Zeiten war, wie der Titel es versprochen hat, will ich jetzt einfach nur mal so sagen.
Ihr könnt euch selber denken. Egal, auf jeden Fall habe ich da so ein bisschen die Gründe angefangen, warum ich halt kein YouTube gemacht habe. Und zwar war ich in einer Ausbildung. Und es war nicht, weil ich unglaublich wenig Zeit hatte, weil ich so viel lernen musste in der Ausbildung. Nein, das war halt eher, weil ich ziemlich schlecht gelaunt war, weil ich jeden Tag um 5 aufstehen musste. Wenn es mal gereicht hat, kam es auch an, wo ich eingesetzt wurde, manchmal sogar 4:30. War auf jeden Fall richtig lächerlich. Also ich war glücklich, wenn ich halt Berufsschule hatte. Da waren normale Zeiten angesagt, da musste man um 8 da sein. Da musste ich dann halt erst kaum um 6:30 aufstehen oder so. Das sind auch echt entspannte Zeiten. Aber um 5 ist einfach, ich bin kein Frühaufsteher-Mensch. Das habe ich denen ja von Anfang an gesagt. So, ich kann nicht um 5 aufstehen, so, das funktioniert nicht. Aber es gehört natürlich auch zur Ausbildung dazu, Disziplin zu zeigen und nicht zu spät zu kommen, weil dein späterer Arbeitgeber duldet es ja auch nicht, wenn du zu spät kommst. Das war halt so ein bisschen so eine Disziplinarmaßnahme, die uns sie da beibringen mussten. Aber ja, kann man jetzt von halten, was man möchte. Ich fand es auf jeden Fall nicht so geil. Eher richtig wack, könnte man das schon fast sagen. Ich bin einfach nicht dieser Frühaufsteher-Mensch, vor allem nicht um 5 Uhr morgens so. Ich habe jetzt auf jeden Fall in meinem jetzigen Studium, was ich jetzt angetreten habe, ich studiere jetzt, bin im ersten Semester, bin gleich fertig so, das Semester ist gleich vorbei. Aber ja, da habe ich deutlich entspanntere Zeiten, warum ich das auch gewählt habe, über den Arbeitsvertrag, den ich eigentlich bekommen hätte. Ja, ich wollte mich einfach weiterbilden. Und ja, das war es auch schon von diesem Gameplay anscheinend und von meinem Commentary. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen, die sich gestellt haben, über mein Verbleiben beantworten. Und ansonsten, ja, war es das von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Freut euch auf meine Videos. Bis dann. Ciao.